Hallo Leute und willkommen zurück zu Interstellar Space Genesis. So, ich habe mir im Vorfeld auf diese Folge ein neues Schiffsdesign überlegt, und zwar ein Schlachtschiff mit kinetischen Waffen. Ja, wir sehen hier 7-mal Partikelbeschleuniger eingebaut. Die machen in Summe 105 Schaden. Und sie haben noch ein zusätzliches Modul, nämlich dass sie auf weite Distanz effektiver sind und einen geringeren Reichweiten-Malus haben. Also je weiter man entfernt ist, desto weniger Schaden macht man und desto ungenauer werden die Waffen. Und das wird jetzt durch dieses Upgrade halbiert. Und die Reichweite wird verdoppelt. So. Davon haben wir 7 Stück eingebaut. Wie gesagt, haben wir auf 105 Schaden. Und dann haben wir noch Raketenabwehr. Als Spezialsysteme haben wir einmal die Battlepods. Dadurch haben wir dann mehr Raum zur Verfügung. Und ein Geschwader bestehend aus 4 Kampfflegern. Die Panzerung habe ich ein bisschen erhöht, 240, also das ist die mittlere Einstellung. Dadurch steigen zwar die Produktionskosten, aber das Schiff fällt mehr aus. Und dann habe ich über dem Antrieb einen Punkt investiert. Dadurch fliegt das Schiff im Kampf schneller und vor allem kann es sich schneller drehen. Ah, hier plus 15 Grad mehr Drehmöglichkeit. Und das kann wichtig werden, wenn die gegnerischen Schiffe uns auf die Pelle rücken. Weil wir haben hier nur einen 90 Grad Winkel, in dem wir die Gegner anvisieren können. Und für Raketen und Flieger gilt das Gleiche. Ja, und dann können wir uns darüber halt schneller drehen. So. Auf unserem Heimatplaneten habe ich auch schon ein entsprechendes Schiff in Bau gegeben. Und hier etwas geändert, und zwar, dass das Infrastrukturlevel in 15 Runden schon steigt. Weil dann können wir hier einen Punkt vergeben. Und das Schlachtschiff beginnt dann direkt mit einem Level-Up. Jetzt hier die Punkte neu verteilen möchte ich nicht. Alles schon okay so. Also, hier wurde auch noch eine Kuppel fertiggestellt. Ah, für bis zu 3 Bewohner, die wir hier genau haben. Und dann kommen die auch auf dem Lava-Planeten gut klar. Das hat man in der letzten Folge ja schon gesehen. Ah, hier. Moral 70%, obwohl sie auf einem Lava-Planeten sind, den sie gar nicht mögen. Ja, Lava ist sogar feindlich. So. Ja, und dann in 23 Runden ist der Planet eher ein ideales Biom. Wenn wir die Produktion abgeschlossen haben, dann kann man das auch noch rüberschieben. Dann geht das halt viel schneller. Ich kann damit auch jetzt schon anfangen. Okay. So, unsere Kampfflieger. Die können wir einmal switchen, die Anführer. Weil der möchte unbedingt einen Kreuzer in einer Schlacht kommandieren. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Dass sich das Spiel merkt, dass er auf Iyub ist. Und? Jawohl. Perfekt. So, und dann können die dahin fliegen.
So. Ja. Ja, wir haben noch keine Marines, keine Transporter. Der hier soll dann emigrieren. Der bekommt aber auch die Garnison. Okay, dauert aber noch ein bisschen. Okay. Migration und Garnison. Ja, ich hoffe, ich verstehe das noch später. Okay. Ja, da können wir jetzt nichts reißen ohne Marines. Das würde zwei Runden brauchen. Zwei Runden bis dorthin. Eine Runde dorthin. Okay, dann fliegen wir dahin. Fangen die ab. Weiter geht's. So. Ja, dann wollen wir mal den Wunsch unseres Anführers befriedigen. Und zwar kann er jetzt mit einem Kreuzer eine Schlacht führen. So. Ah, der Gegner flieht wahrscheinlich sehr schnell. Wir versuchen ihn trotzdem noch zu erreichen. Und zu zerstören. Ja, unsere Raketen sind besonders schnell. Und dann schauen wir mal, ob das reicht. Und... Ah, schade. Da könnte natürlich... Da hat ja nicht viel gefehlt. Wenn der jetzt hier... Vielleicht hätte das schon gereicht. Kampfgeschwindigkeit 12. Und dann mit dem Überladen wird er dann nochmal schneller. Und kann nochmal weiterfliegen direkt in der ersten Runde. Ja, vielleicht hätte man den so schon erwischt, den Gegner. Effekt zum Jagen von so kleinen Gegnern, die dann direkt fliehen, ist natürlich hier dieses Modul. Sprungmodul. Haben wir aber noch nicht. So. Spionage. Klasse 5 Schilder. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum können wir denn schon Klasse 5 Schilde stehlen? Da muss man nur irgendwo in... Ach, weil wir den Anführer schon aufgelevelt haben. Der ist ja jetzt ein Experte. Er kann ein Level höher stehen, als wir selber erforscht haben. Und hat eine 100% Chance, das andere in die Schuhe zu schieben. Ja, okay. Das ist natürlich hervorragend. Dann haben wir hier die Klasse 5 Schilder. Ja, und der Rest, das wird uns alles weniger bringen. Also da sind wir halt selber wesentlich besser unterwegs in den Bereichen. Forschen. Ja, Klasse 5 Schilder. Ja, damit. Framen? Wen framen wir denn? Ich würde sagen, wir framen die Dragul. So. Level up für ein Schiff. Ein Frachter ist fertig. So, wir können jetzt mal schauen.
Immigration und Immigration. Von ihm aus emigrieren. So, jetzt haben wir eine Multiplikation. Anzahl der Planeten, die emigrieren, mal Anzahl der Planeten, die emigrieren. Das heißt, wenn wir einmal emigrieren und einmal emigrieren, ist das 1 mal 1. Das heißt, wir brauchen ein Support-Schiff. Und da können wir jetzt auch unser Heimatsystem nehmen. Weil die haben Probleme, die letzten zwei Bevölkerungseinheiten zu bekommen. Ja. Ja, minus 75%, weil dort fast kein Platz mehr ist. Und das sieht bei unserer Emigrationswelt halt genau andersrum aus. Da kriegen wir plus 112%, weil dort besonders viel Platz noch ist. Insgesamt ein Wachstum von 238. Und hier nur von 37. Ah, wir würden natürlich hier auch von der Habitatkontrolle massiv profitieren. Also wenn wir es hier rüberschieben würden, könnten wir ja auch schnell wachsen. Ja, wir kennen natürlich diverse Boni hier. Und haben auch schon eine hohe Produktion. Aber wir machen das ruhig so, dann können wir uns um das Infrastrukturlevel und die Schiffsproduktion kümmern. Und immigrieren hier. So, das dauert zwei Runden, genau, bis es eingerichtet ist. Und dann geht die Hälfte von New York nach Leoba. Wir brauchen einen Frachter dafür, weil es ist halt einmal eins. Wenn wir jetzt noch eine zweite Welt auswählen würden, die emigriert, dann wären wir bei zwei Supportschiffen. Und wenn wir aus zwei Welten emigrieren und bei zwei Welten emigrieren, dann müssten wir halt schon vier Supportschiffe, vier Frachter haben. Ein Zerstörer fertig. Oh, können die direkt wieder zurückfliegen oder fliegen dahin? Ja. Vier Supportschiffe, das ist natürlich echt Luxus. Deswegen sind die ganzen Welten im System York auch so produktionsstark. Hast du fünf Schilde bekommen? Das sind drei Schilde umsonst durch unser Wunder. Und halt hier. Er hat seinen Wunsch erfüllt bekommen. Das heißt, seine Zustimmung ist extrem gestiegen. Er gewinnt halt jetzt 30% schneller Erfahrung dadurch. Und ja, er bekommt halt, wenn er einen Kreuzer kommandiert, plus 3 auf Angriff, plus 2 auf Verteidigung, plus 2 auf Initiative. Ja, das sieht man dann auch hier an den grünen Zahlen, dass aktuell erfüllt wird. Okay. Kampfstation wird gebaut, Kulturgebäude wird gebaut und Frachter wird gebaut.
Da sehen wir auch Außenpostenschiffe. Ach so, nicht zugewiesen. Direkt weitermachen. Immer schön bei den Molter stehlen und das den Agul in die Schuhe schieben. Okay, jetzt schon minus 3 durch Spionage. Ja, okay. Nehmen wir eh schon fleißig zu tun. Mal schauen. Ob die auch noch in den Krieg ziehen hier. Auf jeden Fall haben wir da in Ruhe und können uns ganz genüsslich hier um die Asterix kümmern. Wenn die unsere Vasallen sind, dann. Ja. Können die Dragul ruhig die nächsten sein. Einmal gegen einen zerstört eine Fregatte. Ja, ich versuche die ersten hier. Die ersten zwei Schiffe steuere ich manuell. Und ja, wenn die Raketen einschlagen, wäre das Schiff auch down, denke ich. 84. Oh. Das Schiff wurde abgegradet. Dann braucht das nochmal ein bisschen. Ein paar Raketen mehr. So, das reicht. Und dann Auto Combat. Ah, da reicht. Da fehlt ein ganz bisschen. Okay. Ja, es passiert wieder einiges. Ein Upgrade von dem Helden. Er könnte ein Schlachtschiff kommandieren. Mit 7 dann. Aber wir gehen erstmal auf Verteidigung. Und mehr Einnahmen durch Tourismus oder mehr Piraterie. Piraterie gibt uns 94,4. Tourismus 102,4. Ja, wahrscheinlich gelten hier aber dann nur die 48,8 als Grundlage beim Tourismus. Oh, Piraterie nochmal erhöhen. So. Wir möchten haben Antimaterie. Nein, wir bekommen keine Antimaterie. Noch ein Frachter fertig. Hier auch. Ah, 3 neue Frachter. Also wir könnten jetzt fleißig weiter in anderen Welten auch emigrieren. Aber das würde sich dann aufteilen. Oder wir würden halt noch aus anderen Welten emigrieren. Könnte man halt die Immigration in dem Zielplaneten noch weiter beschleunigen. Hier zum Beispiel.
Wenn wir jetzt auf dem Mitte stellen, wäre die Kampfstation halt wesentlich später fertig. Aber wir hätten auch wesentlich mehr Wachstum. 204. Anstelle von 94. Ja, nutzen wir die Welt auch noch zur Emigration. Ja, und dann haben wir wieder einen Frachter mehr verbraucht. 2x1. So. Dann können wir mit den anderen zwei Frachtern den Fokus ändern von Forschung auf Produktion. Braucht dann einen Frachter und zwei Runden zur Einrichtung. Okay. Geht nach Triobar. Und hier auch. Ja, sowas ist wieder total genial an Interstellar Space Genesis. Sowas, ja. Wie komfortabel das geht. Also. Ein neuer Wunsch von Graz. Er möchte ein Kampfschiff kommandieren. Wie? Ja, gut. Dann werden wir mal schauen, dass dein Wunsch erfüllt wird. Wir brauchen natürlich ein Kampfschiff, das einen Transportraum hat. Das hat dieses Schiff nicht. Wir können das fertigstellen und dann refitten bei einem Anführer-Schlachtschiff. Schauen wir mal, dauert jetzt noch 16 Runden. Ah, ich möchte da nichts riskieren. Lieber so, dass das Infrastrukturlevel ein. Ja, eine Runde vorher schon oben ist. Ja, das wird knapp. Das Ganze mit Bonus zu erfüllen. Ohne Bonus. Kein Problem. Also das kann gar nicht schief gehen. Aber wenn wir den. Ja, diese Verdopplung des. Dieser plus 10 haben möchten, dann müssen wir schnell sein. Okay. Ich schuld gerade eine Fregatte. Wir können den ja schon mal. Nach Triobar schicken. Kampfstation fertig. Und ah, es geht auch alles wunderbar schnell hier. Öko-Level erhöhen. Profitieren wir natürlich auch extrem von den Support-Schiffen. Plus 800. Wir könnten hier den Zerstörer upgraden. Ja, dass der bessere Schilde bekommt.
Okay, die Schilde sind bereits vorher, wurden vorher schon eingebaut. Und deswegen verbrauchen wir mehr Platz. Und das hätte ich auch halt sehr gerne. Brauchen wir aber Battlepods. Ah, damit die hier richtig zu Jägern werden. So. Kapazität 34, okay. So. Ja, dann Kampfgeschwindigkeit 18. Oder 10. Und wenn wir dann noch die Antriebe überladen, dann sind die richtig flott beim Gegner. So, und dann können wir natürlich... hier das Schiff refitten. So, zwei Runden und dann... ja. Wir haben noch 34 Supportpunkte über. Außenpostenschiffe. Ah, hier gibt es noch so vieles, was wir nicht erschlossen haben. Strategische Ressourcen. Ganz viel Helium 3. Okay, es gibt auch Planeten natürlich, die 0 Helium 3 bieten. Aber die können wir dann, da können wir ja Welten draus machen. Antimaterie. Okay, das andere wurde erschlossen. Okay, gut. Eine Koloniebasis wird gebaut und hier wurde das Kulturgebäude fertiggestellt. In Aztlan 1. So. Ja, da brauchen wir natürlich eine Koloniebasis. 11 Runden. Können wir auch kaufen. 3730. Okay, machen wir das. Jawohl. Und dann direkt nochmal einen weiteren Planeten. Ah, hier. Obwohl... können unsere Spezialfähigkeit in 19 Runden wieder einsetzen, dann warten wir da noch. Ja, mit 3 Antimaterie bekommen wir das bestmögliche Ergebnis. Und dann... holen wir uns hier noch, oh, noch ein weiteres Supportschiff, dauert hier natürlich lange. Außenpostenschiff. Ja, vielleicht mal ein bisschen mittig einstellen, damit es hier vorangeht. Okay. Cool, Leute. Dann gehen wir hier in der nächsten Folge weiter auf die Jagd. Unsere Schiffe werden zu... ja... Jägern spezialisiert, ja. Und dann machen wir hier fröhlich weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.